Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Herzinfarkt-Rasenden-Folge The Fork. Nein, Spaß. Plaritch. Es kommt mir ein bisschen so vor, als würde ich gerade The Fork spielen, weil der Nebel, diese ganzen Viecher und so. Und ich habe mal kurz wieder auf YouTube geguckt, wie ich da weiterkomme im Nebel des Grauens. Oh Mann, ich hasse diesen Nebel. Alright. Du bleibst da. Du bleibst da, du hässiger, keine Ahnung. Wer bist du? Zeige dich! Ich sehe nur tote Soldaten. Ich will nicht mehr. Wir sind nicht alleine hier. Ach mal, gib mir das Vieh hinterher. Ganz ehrlich, jedes Mal kommt mir irgendwie so vor, als würde sich dieser Wald einmal ändern. Oh, Spielzug. Alter, jetzt fängt er auch wieder an zu singen. Bitte halt doch mal die Gusch hier, du bist ein Hurensohn. Ich hasse Psychopathen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Hier lang. Na gut, doch. Ja. Das sind Flecke. Flecko mio! Das ist die letzte Hoffnung, die ich noch habe, Bullet. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich niemals raus. Bullet, nein. Er ist Psycho. Ich habe den Stag. Er ist tot. Das ist einfach nur ekelhaft. Fine. Have it your way. Fucking nutcase. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Satisfied. Der will mich doch verarschen, genauso wie mein Controller und mein kaputtes Knie. Alter. Ow. The only scent he'll get is my own. Come here, boy. Disgusting AF. Oh, buddy. Wait. You not afraid of it?
kann er mich eigentlich hören? Ich hab eine Kamera! Es ist aber auch plötzlich bei der Kamera. Plötzlich ist der Hund so, ne? Hab ich eine Nachricht bekommen? Ja, lass mich doch mal kurz. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Bullet? Bullet! Ja, vielleicht muss ich ab und zu mal kurz ein bisschen AFK rumstehen, meine Herren. Ich habe mir heute mal wieder den Finger verbrannt, wie es eigentlich bei mir normal ist. Und ja. Kühl ein bisschen ab. Alter, was ist das für ein Wald? Kurz eingefroren, das Bildschirm. Geil, let's go. Ja, dann komm, los, weiter. Hier rein. Go on, boy. Check it out. Bullet! Ab da drüben sehe ich dich nicht mehr. Bullet! Bullet! It's all right, buddy. It's all right. I'm sorry I need to do that. Alles gut, Bullet. Alles ist gut. Alles gut. Der Psychopath spielt mit uns. Alles gut, und der spielt auch mit meinem Verstand. Das heißt, wahrscheinlich würde Bullet sterben, dann wäre es einfach nur fake, weil haben wir jetzt. Zu müssen. Wen hast du gerade mehr? Mich oder dich selbst wegen deiner Machtlosigkeit? Keep talking. Before this is over, I'll make you pay for what you did. Er hat mich beim Holz nicht bewegen. What? Again? Your only solution was to just give up? I moved beyond what I once was. Naja, wenigstens tut er dem Kind nichts, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas am Spiel geändert habe gerade. Ich meine, es gibt so einige, die haben sich widersetzt. Und bin ich so der einzige Dude, der es nicht macht? Hier. Was ist das? Ich möchte nicht sehen, Buddy. Nicht ein Bett. So, was ist es? Ein anderer Body? Was? Ich verstehe nicht. You want me to kill myself? What? Oh, fuck you, no! No, I will not kill Bullet! I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. Stop hiding behind a child, you coward! God damn it! Bullet ist weg. What the?
Was ist das denn jetzt? Dieses Vieh ist immer noch da. That's impossible. Bullet, no! Bullet! You there, Psycho? Bullet! Bullet? Bullet! 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 Nein! Hold on, Bullet. Boy, I'm coming! Kumpel! Schmerz zuzusehen! Nein! Oh God, no, please! Don't move, buddy. Bullet! Ja, ist wahrscheinlich fake, wieder so ein Traum oder so, weißt du? Ich meine, in dem Spiel gab es jetzt schon dreimal hintereinander irgendwas. Das hat einfach keinen Sinn ergeben, weil erstens, ich glaube nicht mehr, ob irgendwas hier war ist in dem Spiel. Look. Alles wird wieder gut. Spaziergang in der dunklen. Was zum Fick? Bin ich hier? Wieso ist es jetzt wieder so schnell dunkel? Was will er? Frage ist, was will der Psychopath von mir? Was will er genau von mir, ne? Weil ich kann es nicht gut nachvollziehen, warum der mich gerade durch den Nebelwald des Defog zu führen. Alter. Defog, Nebel des Waldes. Ja, aber im Wortwort, ich hatte kurz Defog Flashbacks. It'll be alright, buddy. What the fuck? Wir schaffen es. Buddy, wir werden, wenn du stirbst, dann werde ich deinen Tod rächen an den Bastard. Ich werde ihn einzeln die Knochen rausreißen. Ich werde ihn aufschneiden und ihn einzeln die Knochen rausziehen. This place. We've been here before. Na hier. Was? Bin verwirrt. Und jetzt bitte. Bullet, ich weiß, es tut weh, aber komm. Ich gebe Bullet nicht auf. Du Hurensohn, hörst du mich? Ich gebe Bullet nicht auf. Bastard. Es liegen hier so viele Stöcke. Ah, tatsächlich, ich war hier schon. Wie war es das heavy? Hä? Nein. Weil ich glaube, ich muss ihn loslassen, kann das sein? Muss ich ihn loslassen? Er will, dass du ihn loslässt. Okay, Leute, es schmerzt mich. So was? Ich werde ihn nicht loslassen. Ich kann's auch nicht. Ich gehe weiter. Ich kann's nicht. Kann es sein, dass ich hier mehr Schriften langsam sehe? Setz den Hund ab. Halt dein Maul! Ich mach gar nichts, was er mir befiehlt.
Ich kann es nicht mit ansehen. Lifting. Oh, nein, ich werde meinen Hund nicht absetzen. So. Ich glaube, ich muss ihn runter. Okay. Tut mir leid, Bullet. I was stronger. I need you to stay, Bullet. Okay, stay. I'm gonna find that bastard. I'm gonna make him pay for what he did, and then I'll come back for you. I promise. Please, just wait for me, please. Wo bist du? Ich bring dich einzeln um. Bin durch. You won't break me, you hear me? I won't lose to you. Whatever you are. Wo ist der Bastard? Wo ist er? Was? Ist das Bullet auch nicht wahr, oder wie? Ich hasse das. Bullet, warte bitte auf mich. Ey, der Schmerz. Ich glaube eh nur, ich laufe im Kreis. Ja, das ist alles ein Traum. Bullet ist nicht verletzt. Wir träumen das nur. Sheriff. Es war nicht meine Schuld. What the? Es war nicht meine Schuld. Calm down. Just calm down. Hallo? You let everyone down. Ich lass dich gleich sterben, du Hexe. Ganz ehrlich, das Spiel ist schon auf ihrer eigenen Art und Weise schon ein grausames Spiel, ne? Das ist das Kind, das wir suchen seit der ersten Folge mit Bullet. Ich habe Bullet verloren. Noch mehr? Ist ja nochmal ein Kind. Ich bin jetzt alleine. Schau nach oben.
Oh, like I can't take it anymore. Make it stop. Ach, ich sollte es beenden mit dem Vieh. Work, damn it. Ich weiß nicht mal, wer du bist oder wo du bist. Come to me, Alice. Werd hier noch verrückt. Ihr macht mich noch verrückt. My dearest. Was? Bullet! Bin ich gerade besoffen oder? Jess? I was it. Jess? Fuck. Alter. Was zur Hölle ist das? Wer zur Hölle spielt mit meinem Verstand? Der ist nicht witzig. Schwach. Nein! Ich bin nicht so. Verlass mich nicht. Ja. Just kill me already! Pitiful. What the? So you're still struggling, huh? What did you do with the kid? The kid. That's what you're worried about. Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. For everything. If only I could... Only? If only I hadn't married you. If only I'd listened. Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man for once. Ich muss aber wörtlich zustimmen, ich glaube, man konnte nichts anderes wählen, ne? Ich verstehe nichts mehr. Hä? Kann das sein, dass wir im Wald irgendwie schon länger als ein Jahr? Why?
I did everything you wanted me to! What the hell am I supposed to do now? Well, then I... How could I... Bullet. Ich will, dass wir hier lang gehen. Wo bist du, du Hurensohn? Ich finde dich und reiß dich in Stücken. Irgendwie habe ich meinen Hund verloren. Bullet. Der Ehrenmann. Ich sehe ja genauso viel wie keine Ahnung. Ganz am Anfang im Spiel. Und nun? Na lang? Kassette. Please, let it be something useful. Oh my God. Get up. Good. Das Haus der Echse! Hier wird wohl alles enden. Und enden tut's auch in dem Spiel. Das war eins der besten Horrorspiele, die ich gespielt habe bis jetzt. Muss ich wohl wirklich sagen, dass ich seit den ganzen Jahren endlich mal wieder Horrorspiele spiele, aber das... Ich verstehe nur noch Bahnhof. Das Haus der Hexe. Und hier geht's auch in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mal ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.